Hallo Freaky Army, willkommen zu einem neuen Video. Freunde, wenn ihr ein cooles Video aufgenommen habt, könnt ihr es mir mit dem ersten Link in der Videobeschreibung gerne zuschicken. Schöne Grüße gehen raus an Serienot Einsatzfahrten 751, Hans-Peter Göttel, Leon PvP, Mr. Fortnite Gamer, Tina Fix, Wieselfote, Katzmike HD YouTube, Ali Cool 454, Lukas Willmann, Philipp Power 111 und Julian. Vielen Dank für eure vielen Kommentare, Freunde. Ihr seid wirklich die Besten. Heute sehen wir uns die teuersten Sportwagen und Rallye-Unfälle gemeinsam an. Doch bevor wir anfangen, möchte ich euch noch sagen, dass das Video als Lernmaterial genommen werden soll. Legen wir los! Что они диван вывезли. Warum fährt er nicht einfach in der Mitte der Spur? Das ist noch einmal gut gegangen. Wer lädt teure Autos so überhaupt ab? Da haben wirklich viele einen Schutzengel. Da sieht man wieder, dass nicht jeder einfach driften kann. Was hättest du gemacht, wenn du dein Auto so sehen würdest? Schreibt es in die Kommentare. Es sollte wirklich jeder, der mit zu viel PS unterwegs ist, ein Fahrsicherheitstraining machen. Dann würden sie zumindest ihr Auto besser kennen.
Nicht jeder mit Hinterradantrieb kann auch driften. Das muss der Fahrer können und nicht nur das Auto. Freunde, welches Video fandet ihr am krassesten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 4 am krassesten. Wenn man keine Ahnung hat vom Driften, sollte man wirklich die Finger davon lassen. Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.